Diese drei Ex-Dynamos werden angefüttert, um über ihre Ajax-Erfahrungen zu berichten. Man schaut den Gast dabei an. Und den Kellner natürlich auch. Dieses Stück? Ja. Bitteschön. Für Frank Ancerra, Dixi Dörner und Dieter Riedel ging im Sommer 1971 ein Traum in Erfüllung. Im Europapokal der Landesmeister, heute die Champions League, geht es gegen den Titelverteidiger, gegen Ajax Amsterdam. Wir trafen auf eine Mannschaft, die führend in Europa war. Ich glaube, sie waren sogar Weltpokalsieger. Das Hinspiel in Amsterdam vor 60.000. Den international noch unerfahrenen Dresdnern vergeht Hören und Sehen. Das Beste zur Pause ist das Resultat. Nur 0:2. Es könnten 4-5 Stück sein, schon zur Halbzeit. Gott sei Dank war es nicht der Fall. Angeführt von Johan Cruyff, dem damals weltbesten Fußballer, belassen es die hochüberlegenen Holländer dann bei einem Abseitstreffer. Danach noch eine neue Erfahrung. Es geht zum gemeinsamen Umtrunk. Dörner, damals 20, darf nicht mit. Die Jungspieler, das war damals noch so, die mussten raus aus dem Bus und mussten dann wieder zurückgehen ins Hotel. Ohne zu morgen. Hierarchie hat gestimmt. Die hat gestimmt. Ich muss sagen, ein oder zwei Jahre später wäre garantiert nicht aus dem Bus ausgestiegen. Die Nacht wird lang. Vier Dynamos, darunter Ganserra und Riedel, kehren erst im Morgengrauen zurück. Die Strafe? Ganserra wird ein Jahr für die Auswahl gesperrt. Riedel ein Vierteljahr bei Dynamo. Natürlich, du musst entschuldigen, du musst eben sein. Und da war ich nur halt, weil ich dann mit der Nacht gesagt habe, oh Leute, jetzt feiern wir noch meinen Geburtstag ein bisschen. Na, im Nachhinein gesehen haben wir mit dem Klassenfeind ein Glas Bier getrunken. Oder zwei. Wie man bei Ajax mit dem Thema Alkohol umging, weiß Hörfunkreporter Gerd Zimmermann. Er war damals Kellner in einem Dresdner Hotel. Johan Cruyff bestellte bei ihm vor dem Rückspiel Whisky und Zigaretten, was den Gästetrainer überhaupt nicht störte. Und das war dann schon erstaunlich, als er sagte, pass auf, wenn der Cruyff morgen zum Spiel gut ist, kann er sogar in der Pause rausgehen und kann eine rauchen. Gestatte ich ihm. Macht er meistens. Wenn der aber schlecht spielt, nehme ich ihm die Zigaretten weg. Wenn die drei Ex-Dynamos morgen das Spiel verfolgen, können sie trinken, was sie wollen und bleiben, solange sie mögen.